Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf Minecraft City 2, einem Multiplayer Minecraft Vanilla Server. Wer mein meine Streams und mein YouTube Kanal im Auge hat, der weiß, hier habe ich in der letzten Zeit einiges gestreamt. Und jetzt dachte ich einfach, weil demnächst eine Zeit kommt, in der ich weniger selten online bin, weil ich einfach privat unterwegs bin, mache ich euch dazu noch ein paar Let's Plays. Wir werden natürlich auch wieder streamen, allerdings erst morgen Abend, denke ich. Bin jetzt auch schon ein bisschen dann am Vorproduzieren, aber schauen wir mal. Ich denke, ich werde euch dann nicht zu viel leaken. Also wir werden im Livestream andere Dinge tun, wie wir jetzt in der Folge machen. So. Zuerst hatte ich vor, mir neues Werkzeug zu machen. Wir haben hier schon einige Ressourcen. Manche haben wir uns selber gefarmt, aber nicht alle. Warte mal. 1, 2. Ich brauche ein Schwert. Und eine Spitzhacke. Machen wir uns gleich zwei Spitzhacken? Vielleicht machen wir uns noch eine Axt. Und dann brauchen wir, was haben wir hier? Stärke und Schärfe. Das hört sich doch gut an. Einmal so. Und dann noch so. Und natürlich auch ein Schwert. Wir haben 30 Level, das ist nicht allzu viel. Aber ich denke, ein bisschen was können wir damit verzaubern. Buch und Regale und Zaubertisch steht ja alles schon unten. Von dem her können wir uns da einfach gut dran bedienen. Hier sind auch ein paar Aquarien. Das hier war das erste, das ist nicht so toll geworden. Das hier ist schon ein bisschen schöner geworden, da haben wir nur einen Fisch drin. Im Haus gibt es eben noch das dritte Aquarium. So, ich hoffe mal, dass hier jetzt niemand ankommt. Ah, Lapis brauche ich noch. Aber hier gibt es eine Kiste mit Lapis. Haltbarkeit, Effizienz, Stärke, Harpune. Oh, Bücher liegen auch schon einen Haufen hier. Jetzt sehen wir, wenn wir das so machen. Rückstoß. Knockback. Okay, warte mal. Ich wollte die Spitzhacke hauptsächlich verzaubern. Haltbarkeit 3. Ist das viel? Schärfe 3. Haltbarkeit 3. Durability. Machen wir einfach mal. Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Naja. So toll ist es nicht. Toll, jetzt hätten wir Schärfe 4. Dann müssten wir noch ein paar Level farmen. So, warte mal. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Wie die machen wir im Livestream? Ich weiß nicht so recht. Eigentlich würde ich die gerne im Livestream machen. Ja, unsere Farm ist gut gewachsen. Mache ich das jetzt? Nee, komm. Doch, wir machen das jetzt. Wir bauen hier im Let's Play bauen wir jetzt eine Farm. Wir haben so genug zu tun. Daher, und ich habe so eine Idee mit der Farm. Aber das wird jetzt doch ein bisschen komplizierter hier. Wir brauchen Redstone. Wir brauchen Eisen. Holz. Noch ein bisschen mehr. Und Cobblestone. Cobblestone haben wir gar nicht so viel. Der ist ein bisschen schade. Und dann gucken wir mal hier. Ich glaube, das ging so. So. Ah, nee. Brauchen wir doch nur 4. Jawollo. Machen wir mal 2 Pistons. So. Dann brauche ich aber auch noch einen Cleanstone. Ich weiß, es lohnt sich nicht, aber ich brauche nur einen.
Aber ich habe nicht. Ah, warte, ich brauche noch eine Sticky Pisten. Ich brauche Kleber. Slime. Slime brauchen wir. Ich gehe mal gucken, ob die anderen schon Slime haben. Also wir teilen hier schön brüderlich. Und demher sollte das auch kein Problem sein, wenn ich da irgendwo Slime rausnehme. Ich vermute mal, wenn, dann hat der seltsame Mensch welchen. Läuft da dran? Danke. Wertvolles. Enderkristall. Okay. Magma. Essen. Blöcke. TNT hat er schon. Uiuiui. Nichts Besonderes. Ich sehe keinen Slime. Schade. Was hat er denn oben? Was ist das? Ach, das ist das eingebaute Bett. So. Schade. War wohl nichts. Die Frage ist, wo finden wir jetzt Slime? So, eigentlich war ich auf der Suche nach Schleim. Aber Schleim finde ich irgendwie nicht. Von dem her buddel ich jetzt mal kurz das Schiffwrack aus. Vielleicht finden wir da ja was Interessantes. Ich hoffe mal, dass überhaupt was versteckt ist, sonst buddel ich hier umsonst. Alter, da ist alles voll Wasser. Ah, Kiste. Okay, Lederhosen brauchen wir nicht unbedingt, aber nehmen wir mit. Finde ich ja generell cool, dass die hier so Fracks versteckt haben. Irgendwie finde ich keine Slimes. Keine Ahnung, wie die hier versteckt sind. Oder ob ich vielleicht im Twilight bessere Chancen hätte. Habe ich auch schon überlegt. Geil wäre es gewesen, wenn die anderen schon welche gefunden hätten. So, ich glaube, hier ist eigentlich noch eine Kiste versteckt. Komm, gib mir noch eine Kiste. Und lass das Slime drin sein. Aber es sieht schlecht aus. Schade. Komm, da muss noch eine sein. Es kann doch nicht sein, dass hier nur eine Kiste ist. Hm.
Interessant wird gleich, ob ich den Weg wieder zurückfinde. Warte mal, da habe ich schon alles ausgesucht. Scheint wirklich nur eine... Haben wir hier einen Cobblestone? Scheint wirklich nur eine Kiste gegeben zu haben. Gibt Slime eher am Wasser oder woanders? Wenn ich das wüsste. Die Wüste gefällt mir auf jeden Fall. Können wir auch gucken, ob da eine Festung ist. So eine Schleiminsel. Ich weiß nicht, gibt es hier Schalalalaim-Inseln? Ich habe noch keine gesehen. Ja. Oh, manchmal habe ich hier so ein paar Lags drin. Aber das sind serverseitig. Ne, wir sind schon so weit weggegangen. Ich hoffe mal, ich finde überhaupt zurück. Ich will doch noch ein bisschen Slime haben, damit ich Sticky Pistons bauen kann. Eine Sticky Piston reicht mir schon. Vollkommen. Zumindest im Moment. Frack. Sieht ganz so aus. Hier nichts abbauen, dann stürzt die Decke ein. Das müsste noch ein Schiffswrack sein. Bis wir das ausgebuddelt haben, ist Weihnachten. Na, was soll's. Slime finden wir sowieso nicht, dann können wir auch Schiffsfrecke ausbuddeln. Aber wenn der Sand nicht wäre. Wir haben uns ziemlich leicht von unserer eigentlichen Aufgabe abbringen. Ah, da ist sie doch. Schon wieder so viel Rüstung, aber was soll ich denn damit machen? Stein. Weg. Teil. Das. Alles weg damit. Was brauchen wir denn? Okay, ich würde sagen, die Suche war negativ. Ich werde mich bemühen, dass wir nächste Folge auf jeden Fall ein bisschen Slime haben. Und dann werden wir uns einen kleinen Geheimgang buddeln. Beziehungsweise vielleicht baue ich auch den Geheimgang und zeige es euch selbst noch nicht. Und dann werden wir aber hinter der Geheimtüre, werden wir ein bisschen was mit Redstone und Pistons und
und so ein bisschen farmtechnisch ein bisschen was bauen. Warte, 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 warte. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier Bäume gibt, die irgendwas Sticky-mäßiges abwerfen. Weiß es wirklich nicht. Bin irgendwie ein totaler Minecraft-Noob geworden. Auf jeden Fall ist die Wüste hier ziemlich groß. Können doch gleich nochmal gucken. Warte, ich guck nochmal kurz. Wegen Sticky Pistons. So, einmal hier raustappen. Slime Block. Oh oh. Das sind die Schildkröten. Was lassen die denn fallen? Lassen die nichts fallen? Seegras. Okay. Ja, lol. Braucht man. Ich wollte aber gerade eigentlich was gucken. Okay. Sticky Pisten? Ne, ich brauche einen Slime Ball. Slime Ball kriege ich nur von Slimes. Okay, also wie gesagt, das werden wir in der nächsten Folge probieren. Beziehungsweise bis dahin will ich Slime Balls haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo oder Kommentar. Oder alles drei zusammen. Ey. Don't worry. Haut rein, bis dann. Ciao.